So, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute mal wieder ein Wasserthema. Ja, ein Wasserthema. Ein Wasserthema. Hallo, erstmals vielen Dank für die sehr informativen Blogs. Frage: Was kann man tun gegen braunes Wasser? Meine Wasserwerte zurzeit: Teichvolumen 14 Kubik, Wassertemperatur 23 Grad, pH 7,5, Carbonathärte 7, Nitrat 12,6, Nitrit 0,3. Salzgehalt war 0,5 und ist nun nach kleinen Wasserwechseln 0,3. Vielen Dank und viele Grüße, Dieter. Ja, also das ist natürlich ein Thema, das alle angeht. Und es gibt eigentlich zwei Phasen des Jahres, wo das Wasser gerne braun wird, mit Ausnahme eines anderen Grundes, auf den wir gleich eingehen. Das eine ist der Sommer, wo sehr viel gefüttert wird. Was da jetzt tatsächlich die Gründe sind, was das Wasser braun oder bei manchen wird es auch gelblich. Also braun ist eigentlich die Fortsetzung, wenn man also das gelbe Wasser nicht bekämpft, dann wird es irgendwann wirklich braun. Da gehen wir eigentlich davon aus, dass es mit dem sehr hohen Futtereintrag zusammenhängt. Also je höher die Futtermenge, desto mehr Kot habe ich im Wasser. Und dieser Kot hat natürlich eine Eigenfarbe und man darf auch nicht vergessen, viele Futtermittel sind eingefärbt. Also wir haben es Mainichi auch rot gemacht und wir haben zwar keine, bis auf eine Beschwerde von dem Kunden, wo der gesagt hat, mein Wasser hat so ein bisschen einen rötlichen Farbstoff bekommen, haben wir uns jetzt entschlossen, in der nächsten Produktion das Rot aus dem Mainichi rauszumachen, aus eben jenem Grund, weil alles, gerade in Teichen, wo viel gefüttert wird, wo vielleicht auch nicht so viel Wasserwechsel gemacht werden, wie empfohlen sind, kann sich das natürlich dann schon auch anreichern und so ein Farbstoff wird biologisch, soweit ich weiß, nicht so einfach abgebaut, oder? Mhm. Also der ist erstmal da, der kann dann auch nur rausverdünnt werden oder über Ozon oder eine sehr hohe UV-Bestrahlung, aber das effektivste Mittel ist immer noch der Wasserwechsel, dass auch das ganze Zeug draußen ist. Also das sind die Braunfärbung im Sommer und sie bekämpfen, wie gesagt, mit Wasserwechsel. Dann haben wir nochmal die Phase im Herbst, Teiche, die kein Laubschutznetz bekommen, wo abgehalten wird, dass das Laub in den Teichen landet. Das zersetzt sich, wird biologisch abgebaut und während dem biologischen Abbau entstehen sogenannte Fulvosäuren, Huminsäure, Huminstoffe, das kennen Sie, wenn Sie in eine Pfütze schauen im Herbst, wo Eichenlaub oder irgendwelches Laub drin liegt, das Wasser wird ja so richtig dunkelrot, braun, tiefgelb. Und das sind eben diese Stoffe und die sind biologisch auch, also es sind sehr langkettige Moleküle und die sind biologisch in unseren Koi-Teichen praktisch nicht mehr abbaubar. Und da braucht man dann auch Wasserwechsel oder die andere Ozon, sehr, sehr starke UV-Bestrahlung, um diesen Färbungen dann Einhalt gebieten zu können. Dann gibt es natürlich noch was anderes, Leute, die mit Brunnenwasser arbeiten und einen zu hohen Eisenwert haben. Bei hohen Eisenwerten kann das Wasser entweder einen grünlichen Gelbstich bekommen, habe ich schon gesehen. Das kann sogar so ekelhaft sein, dass wenn Sie ins Wasser langen, danach an Ihren Händen riechen, dass Sie richtig den Eisengeruch haben. Oder es kann auch, wenn es extrem hoch ist, kann es auch braun werden. Das sehen Sie dann aber, wenn Sie ein Eisenproblem haben, sehen Sie das häufig dann auch, wenn Sie Dekorationssteine außen haben, dass die irgendwann auch so diese Rostfärbung bekommen. Also es ist wirklich die Oxidation des Eisens, was dann am Ende das Wasser braun macht. Aber das sind eher die selteneren Fälle. In der Regel sind es entweder Pflanzenabgestorbene oder einfach eine große Menge an Futter. Aber es ist in beiden Fällen ein Indikator, zumindest wenn es zu viel wird. Wir hatten in einem anderen Blog zum Wasserwechsel gesagt, ein Maß dafür, den Wasserwechsel hochzudrehen, ist, wenn das Wasser zu dunkelbraun, zu stark gelb wird. Und ein Zeichen dafür, den Wasserwechsel vielleicht etwas zurückzunehmen, kann sein, wenn es wirklich nur noch kristallklar ist. Also beides ist unnormal. Im einen Fall ist das Wasser zu frisch, im anderen Fall waren die Wasserwechsel zu spärlich. Und wenn das Wasser gerade in den Monaten der intensiven Fütterung so einen ganz leichten Gelbstich hat, ist das eigentlich gut. Dann weiß man, das Wasser ist biologisch aktiv und funktioniert dann eigentlich sehr gut. Ja, man könnte sich auch über Aktivkohle und Bentonit, ja, ja. Diese Schwebefarbstoffe, genau, ein bisschen rausfiltern. Also Bentonit weiß ich jetzt nicht, ob man da die Färbung rausbekommt. Über Aktivkohle ist richtig, da bekommt man die Färbung auch raus. Aber ich sage Ihnen auch da, denken Sie, wenn Sie einen 20.000, 30.000 Liter Teich haben, nicht mal darüber nach, damit Aktivkohle nachhaltig was zu machen. Da kaufen Sie auch wieder billiger Frischwasser. Mhm. Ja, das stimmt, das ist sehr, sehr viel billiger. Und dann ziehen Sie nicht irgendwelche Stoffe aus dem Wasser, sondern dann wird gleichmäßig alles, was es nicht braucht, inklusive der Keime, rausgespült. Und das gute, unbelastete Wasser, natürlich kann auch Leitungswasser, hat auch seine Grenzwerte, wo dann schon etwas Nitrat oder Phosphat drin sein kann. Aber das unbelastete Frischwasser kommt in den Teich rein und ist sicherlich der bessere Weg. So, aber wie immer, die Menge macht das Gift. Häufig kann auch nach
dem, wollte ich vorher noch sagen, nach der Anwendung von Algenvernichtern kann das Wasser auch braun werden, weil natürlich dann überall abgestorbene Algenteile liegen, die auch nicht immer alle gleich in den Filter kommen. Und was auch noch damit zusammenhängen kann, wenn Sie einen Teich haben, wo nicht wie beim Bio, wie beim Papier oder beim Trommelfilter der Schmutz immer gleich aus dem Wasser befördert wird, sondern wenn Sie eine Absetzkammer haben, wo der Kot lange drin ist, oder habe ich das gesagt? Glaub nicht. Ja, je länger der Kot im Wasser ist, desto stärker sind natürlich die Effekte, dass das Wasser dann auch gelblicher wird, dass es rausgelöst wird. So, das hätten wir jetzt auch und dann gehen wir jetzt zur nächsten Frage. Ciao. Tschüss.